Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und heute spiele ich mal Call of Duty Black Ops 2 mit einem PSN-Freund und einem Abo von mir. Ich bin heute nicht alleine, sondern der Karim, Karimo Stand 314 begleitet mich heute und jetzt bekomme ich hier irgendwie der Goat da oben, fantastisch hier. Ist gerade nachgechoen, ich höre die ganze Zeit hier im Headset. So, unmuted. So, meine Waffe heute in diesem Gameplay ist die Typ 25. Und die RPG. Ah, fast hätte ich den RPG-Kill gemacht. Haben wir das noch, Leute? Schaffen wir? Ach, schaffen wir nicht mehr. Ah, kein Problem. Ja, ihr seht schon, mein PSN-Freund, der weiß, wie es läuft. Der ist gerade mal Level 24, aber ist ganz oben auf der Liste. Und das muss natürlich schon was heißen. Der weiß einfach, wie es geht. Der campt nicht. Der geht einfach zu und ballert hier einfach ab. Der macht die Camper platt. Herrlich. So gehört sich das. Das ist chillig, das ist Leben, das ist Lifestyle, Leute. Das ist Lifestyle. So. Also, ich bin jetzt hier mit der Typ 25 am Start und versuche die ganze Zeit hier schon einen Kill zu reißen. Aber es klappt einfach nicht. YouTube Gamescom schafft auf dieser Map nichts. Ich schaffe nichts. Gut, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich kacke hier ab. Aber das Gameplay soll nicht um mich gehen. Ignoriert mich einfach. Es geht hier einfach um den Karimo Stand 314. So, in dem ganzen Gameplay. Dem ist das Video jetzt auch gewidmet. Hau rein, wenn du das Video siehst. Ja, Mann, gut. Hat schon als Tech hier, als Klartech Tube reingemacht. Tube, was heißt die Tube eigentlich auf Englisch? Röhre oder irgendwas. Kontradrohne, guck mal, wir oben, wir sehen hier nichts mehr. Alles verhackt da oben, alles verpixelt. Ich habe keinen Plan mehr heute. Heute mal mit HD-Grafik am Start. Sonst eigentlich keine HD, aber heute mal Part 2 mit HD. Boah, ich wollte eigentlich keine Blaser nehmen, weil Blaser ist eigentlich nicht meine Map. Da reiße ich nie einen Kill, ich weiß nicht warum. Irgendwie bin ich da immer Fischfutter. Die Mucke ist zwar cool, aber sonst ist die Map eigentlich für mich gestorben. Dem zäune ich auch mal raus, das wird mir dann immer als Niederlage deklariert, wenn ich das mache. Deswegen habe ich so viele Niederlagen auf meinem Konto zu verbuchen. Karimo Stand 314. Wow. Ich bin baff, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Da kann nur noch ein Kill helfen. Wow, er ist gekommen. Wie ein Wunder. Ja, sind die Sniper-Schützen mal wieder unterwegs. So, stellt sich ein bisschen schwierig raus, ihn bis mein PSN vorhin jetzt zu finden. Ach, da ist er ja. Ich sehe dich. Okay. Hallo, lauf einfach mal nach vorne. Was ist das hier? Ah, Magazin. Oh, hätte ich doch nicht auf den Boden gucken sollen. Da ist schon Drazan 991 1 gekommen. Herrlich. Ah, ich hab's gewusst. Ja. Man will B einnehmen, aber da kommen die ganzen anderen, die Camper, die Noobtuber und die ganzen Hacker. Ah, Schockladung. Oh, das habe ich damals auch gesucht. Immer Schockladung platziert, immer geschmissen und dann abgeknallt. Die Gegner immer so. Haben sie immer aufgeregt. Leute! Das war das kleine Live-Commentary. Ach, warte, wir haben noch eine Minute, Leute. Komm, wir machen das jetzt zu Ende. Ist gleich vorbei. Wir haben zwar verloren, aber trotzdem. Karimo Stand 314 zeigt hier, wer der Boss ist. Auch wenn wir nicht gewonnen haben. Meine KD ist im Arsch. Mit 4 Kills. Haben Runde 1 mal ein paar Kills gemacht. Aber jetzt ist ja Runde 2 angesagt. Also Kills werden hier, glaube ich, nicht mehr kommen. Am Start. So. Kriegen wir den noch? Ja, Mann, so macht man das. Drazan, wir haben Drazan erwischt. Wow. Okay, die Systeme sind auch schon rein. Leute, haut rein, bis zum nächsten Video. Euer YouTube Gamescom und euer Karimo Stand 314. Ciao.